Kölner Krisenderby am 7. Spieltag der Mittelrheinliga. Die Sportvereinigung Deutz empfängt den FC Pesch. Beide Mannschaften sind nicht optimal in die Saison gestartet. Die Sportvereinigung ist noch sieglos. Der FC Pesch, der in der vergangenen Spielzeit die beste Saison seiner Vereinsgeschichte gespielt hat, steht im Moment nur auf Platz 12 nach nur einem Sieg aus 6 Spielen. Rein in die Partie, die Gäste in den blauen Trikots. Das ist die erste gute Szene. Georg Sakri schafft es dann nicht mehr, den Ball aufs Tor zu bringen. Aber auch die Sportvereinigung ist in diesem Spiel Standardsituation. Leon Wallraff prüft Ron Meyer im Kasten des FC Pesch, der ja ehemals bei der Viktoria unter Vertrag stand. Wir sind immer noch in der Anfangsphase. Das ist Tim Wilking mit der Riesenmöglichkeit. Spielerisch ist es ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams haben die spielerischen Mittel, um den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Das ist Georg Sakri in der Anfangsphase. Ein Fixpunkt im Spiel des FC Pesch. Und eine klasse Szene vom Keeper der Sportvereinigung Maurice Nguyen, der da wunderbar reagiert. Ein paar Minuten später schafft er es aber nicht mehr zu reagieren. Die Führung für die Gäste. Miron Wessels, der Mann mit der Nummer 9, mit seinem zweiten Saisontor. Da wird Miron Wessels sträflich alleine gelassen, technisch versiert, den Ball gelupft über Maurice Nguyen hinweg, der da natürlich keine Chance mehr hat einzugreifen. Bereits der 11. Gegentreffer in dieser Saison für die Sportvereinigung. Aber die Mannschaft von Johannes Zäh wollte den Ausgleich und das ist sie, die Chance. Aber erneut Ron Meyer im Kasten des FC Pesch mit einer starken Parade. Beide Torhüter mit einem richtig guten Torwartspiel und nochmal vor der Halbzeitpause der Abschluss. Die Chancen sind da für beide Teams, aber bisher ist nur ein Treffer gefallen. Wir gehen rein in die Halbzeitpause. Der FC Pesch mit der Ein-Tore-Führung. Natürlich noch lange nicht sicher. Unter der Woche hat man im Pokal 7:0 gewonnen, steht im Kreispokal-Halbfinale. Aber hier scheitert Miron Wessels erneut an Maurice Nguyen. In der zweiten Hälfte der FC Pesch die aktivere Mannschaft. Ergün Yildiz mit dem nächsten Versuch. Es bleibt weiterhin beim 1:0. Ein enges Duell, aber am Ende muss man sagen, schafft es die Sportvereinigung Deutz in der zweiten Hälfte nicht mehr wirklich, den FC Pesch in Verlegenheit zu bringen. Und somit ist dann auch Schluss. Der FC Pesch entführt 3 Punkte aus Deutz und holt den zweiten Saisonsieg. Ein wichtiger Erfolg für die Mannschaft. Ganz wichtig für diesen Auswärtserfolg war natürlich, dass man heute zum zweiten Mal in dieser Saison 0:0 gespielt hat. Das Spiel angesichts habe ich so gesehen, dass wir die ersten 70 Minuten klar dominiert haben, dass wir auch das 2 oder 3:0 hätten nachlegen müssen. Und leider dann in den letzten paar Minuten sind wir da ein bisschen ins Schwimmen geraten, weil wir auch körperlich am Ende waren, weil wir viele Verletzungen im Spiel hatten, die wir halt wechseln müssten. So, und im Endeffekt sind wir glücklich über den Dreier, der war wichtig. Die Mannschaft gefightet bis zum Ende und ich glaube, das war im Endeffekt auch sehr verdient. Somit bleibt die Sportvereinigung Deutz vorerst im Tabellenkeller stecken mit nur 2 Punkten aus 6 Spielen. Der FC Pesch hingegen verschafft sich etwas Luft und springt auf Platz 10.